Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Wii. Hier aus der Grusel-Geisterwelt, aus dem Pumpkin Boneyard. Nennt ihn, wie ihr wollt. Und wir haben wieder die geile Galaxy-Musik. Und heute erneut mit einem Geisterhaus. Da gibt es ja mehrere davon in dieser Welt. Und die sind immer ziemlich tricky. Da muss man nämlich jede Wand abchecken. Da muss man alles überprüfen. Und warum zur Hölle ist hier eine Tür kopfüber? Und hier sind drei Türen. Und warum sieht das so aus, als ob ich hier rein kann? Warum ist hier alles so sus? Warum ist hier alles so sus? Könnt ihr mir das mal erklären? Jetzt schauen wir mal nach. Jetzt komme ich nämlich hier hin. Leute, das bringt mir irgendwie nichts. Das ist, ja, sehr sus. Okay, ja, dann probieren wir erstmal die erste Tür. Da ist auch so ein Leuchtblock drunter. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dafür stehen soll, dass, ich weiß nicht, vielleicht leuchtet das dann irgendwie, wenn man, sage ich mal, diesen Raum irgendwie geschafft hat. Das ist vielleicht so eine Geschafft-Anzeige oder sowas in die Richtung. So, und hier geht jetzt immer quasi das Licht an und aus. Ja. Und wir müssen dann quasi einfach immer rechtzeitig erkennen, was hier abgeht. Und natürlich ist das, brauchen wir gar nicht drüber reden, prädestiniert. Sehr schön, da ist die Tür. Prädestiniert für ein Secret Exit. Also, im ersten Geisterhaus, in dem wir drin waren, hatten wir ja noch gar keinen Secret Exit. Der war ja noch, sozusagen, da war er noch gar nicht. Was eben sehr untypisch, oh boy, was sehr untypisch für ein Geisterhaus ist, denn in Geisterhäusern gibt es eigentlich immer einen Secret Exit. Aber in New Super Mario Bros. Wii, im Pumpkin Boneyard, haben sie sich gesagt, nee, also ja, wir machen Geisterhäuser, aber an die Regel mit den Secret Exits, dass da immer einer drin ist, boah, nee, fühlen wir jetzt nicht so, da halten wir uns nicht so dran. So, und dementsprechend müssen wir quasi nicht zwingend davon ausgehen, dass ein Secret Exit da ist, aber eben weil im ersten Geisterhaus jetzt keiner war, habe ich irgendwie jetzt noch mehr das Verlangen, im zweiten Geisterhaus einzufinden. Versteht ihr, was ich meine? Es fühlt sich so unbefriedigend an, dass da eben keiner war. Und das sieht, oh Gott, das sieht alles so verdächtig aus. Holy shit. Wir müssen immer gut Licht machen. Ich versuche hier alles zu überblicken. Ja, wir müssen wahrscheinlich hier runter. So, da unten ist wahrscheinlich auch nichts, oder? Nee, da kommt der andere Block dann wieder hoch. Hier brauche ich jetzt auch nicht unbedingt hoch. Oh, nee, jetzt bin ich hier stuck. Nee, okay. So viel dazu. Ich bin nicht in den Schlachen gelandet, sehr schön. Okay, Freunde, dann gehen wir jetzt hier weiter. Und gucken uns einfach mal weiter um. Da oben ist ein Knopf. Boah, das ist echt schwer, ne? Ich hasse Dunkelheit. Warte mal, hier, ich gehe erstmal so drüber. Ich hasse Dunkelheit in solchen Leveln. Das macht einfach nur Angst. Dann bestimmt muss ich da unten lang. Safe muss ich da unten lang, ob das da könnte zu kommen, oder? Ah! Das leuchtet immer da, wo ich bin. Oh, stark gemacht. Aber keine durchlässige Wand oder sowas? Nee. Boah, das ist so strong. Umgesetzt. Holy shit. So, das war auch die zweite Starcoin. Also, soweit alles in Ordnung. Ich gucke immer wieder, ob ich hier zurückgehen kann. Also, ob das irgendein anderer Raum ist. Ist es aber, glaube ich, nicht. Dementsprechend düsen wir weiter. Ich erledige euch beide. So, und das ist noch der letzte Raum. Also, wenn es irgendwo ein Secret Exit gibt, dann hier. Und wir sehen auch da oben schon die Ausgangstür. Okay, aber da ist eine Decke, die wir aktuell nicht durchqueren können. Ah! Und hier wird mit derselben Mechanik wiedergearbeitet. Und wartet mal. Da kommt man hoch. Kommt man da hoch? Na, nicht so ganz. Okay, wir schauen mal. Jetzt mache ich hier das Licht an. Beeinflusse ich hiermit irgendwas? Nein. Aber ich habe jetzt hier schon verdammt viel Licht angemacht. Warte mal, wir düsen nochmal zurück, Freunde. Wir düsen nochmal zurück. So, und jetzt Beeilung. Jetzt Beeilung. Sehr gut. Warte mal, hier geht es auch hier lang. Kann ich da irgendwo in die Wand rein? Das ist auch immer sehr verdächtig. Wir haben halt noch gar keine durchlässige Wand oder so gefunden. Das ist... Ach, warte mal, hier vielleicht hoch? Nein, auch nicht! Verdammt! Oh, ich bin immer noch auf der Suche nach der durchlässigen Wand. In Geisterhäusern gibt es eigentlich immer durchlässige Wände. Das ist so... Ach, verdammte Axt. Unbefriedigend.
Komme ich hier hoch? Warum sieht das nur so aus, als ob ich... Nein! Da hochkommen könnte. Aber vielleicht gibt es keinen Secret Exit. Aber ich habe jetzt hier auch noch gar keine Starcoin entdeckt in dem Raum, ne? Also, irgendwie jetzt... Hier ist unsere Ausbeute aktuell wirklich... Mit Abstand am schlechtesten. So, jetzt geben wir hier mal Gas. Mhm. Dann düsen wir jetzt gleich mal hier weiter. Jetzt schaue ich auch mal, ob hier drüben noch was ist. Ja. Okay, dann sind wir immerhin Starcoin-technisch schon mal durch. Ich meine, wenn es den Secret Exit gibt, müssen wir das Level sowieso noch mehrfach spielen. Das heißt, wir kommen sowieso noch mal zurück. Ja, jetzt kriege ich sogar Zeitprobleme. So, jetzt ist die Tür hier hochgekommen. Okay. Ich vertraue. Wir haben nur noch 93 Ingame-Sekunden, das ist der Ausgang. So, jetzt ist die Frage, Freunde. Jetzt ist die Frage. Ist das Level auf der Oberwelt lila? Und es gibt ein Secret Exit? Mario Time. Oder ist es blau? Und wir sind fein raus. Es ist blau! Es ist legit blau! Ein weiteres Geisterhaus ohne Secret Exit. Wow. Wow, ich bin begeistert. Und all die Sorge war umsonst. Es ist halt so fies, dass man es nicht weiß. Moonlit Woods ist die nächste Challenge, das nächste Level auf unserer Reise. Ich kriege hier eine Eisblume, wahrscheinlich wegen den Knochengegnern auch, aber fühle ich jetzt noch nicht so. So, und hier, aha, alles klar. Alles klar, gibt's den komplett Warum ist der hier? Gibt's den komplett eskalierenden Mond? Was soll mir der aussagen? Boah, ist das ätzend. Vor allem auch, wenn man von diesem Eis jetzt irgendwie in der Luft getroffen wird oder so. Dann friert man einfach ein und droppt ins Gift. Also das ist alles gar nicht so geil. Aber, ja, ich habe immerhin schon mal hier dieses Starcoin. Also es ist, ich sag mal, das ist jetzt so ein Level, das müssen wir jetzt nicht zwingend im First Try schaffen. Aber warum bist du da? Ist hier irgendwas, was ich gebrauchen kann? Nee. Aber wenn wir es einfach nur mit vielen, sag ich mal, Collectibles... Vielleicht bis zur Checkpoint-Flagge schaffen. Das wäre doch schon mal... Boy, 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 boy. Boah, wie wurde ich nicht getroffen? Das wäre schon mal gar nicht schlecht. Jetzt ist er sogar verpufft. Okay. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich weiterhin bei meiner Feuerblume. So, Freunde. Und wir düsen weiter. Der Mond kommt doch safe gleich wieder, oder? Den sehen wir doch noch lange nicht los. Oder doch? Nein, der muss doch wieder kommen. Ich meine, der war auf dem Titelbild von dem Level. Oh, diese Level, wo immer irgendetwas so helikoptermäßig über einem kreist und einen einfach nur umbringen will. Es ist... Sie sind unglaublich belastend. Und warum habe ich das Gefühl, dass das eine Ranke sein könnte? Und dass ich die von unten berühren muss? Yes! Zum Glück habe ich sie nicht gestampft vertackt. Das sieht doch schön aus. Wunderbärchen. Ah, und hier darf ich das jetzt nicht verkacken. Weil ansonsten komme ich nicht mehr zurück. Aber alles gut. Und warum ist da oben eine Röhre? Okay, kein Secret Exit. Ich dachte mir so, vielleicht die untere Röhre führt mich wieder zurück und die obere Röhre ist vielleicht so ein Secret Exit. Aber die hat mich jetzt, glaube ich, ans selbe Ziel geführt. Das war aber auch Starcoin Nummer 2. Dementsprechend alles cool. Ah, jetzt hat er mich doch gesniped, die Sau. Jetzt hat er mich doch gesniped. So, und hier muss ich jetzt genau aufpassen. Den muss ich auch einfach, glaube ich, killen. Genau. Dann haben wir hier schon mal Starcoin Nummer 3. So, jetzt hier Beeilung. Okay, ich lass mich notfalls auch treffen. Er hat mich nicht mehr getroffen. Jetzt einfach ab ins Ziel. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Boah, wie ich dieses Level hasse. Und guck mal auf dem Grabstein. Ein Goomba, dann so ein T-Rex aus Mario World, ein Koopa und ein Monty. Gerade dieser T-Rex. Ich habe deren Namen mal gewusst. Die kommen auch in Superstar-Saga vor. Die kann man auch so platt stampfen. Bestimmt irgendwas mit Rex. Ich glaube, heißen die Rex? Ich glaube, die heißen einfach nur Rex. Ich glaube, die heißen nur Rex. So, Kor-Kor Treeway. Und ich glaube, mit Kor-Kors sind diese Raben gemeint. Man kann ja doch immer so ein bisschen interpretieren, wenn man sich das Titelbild anguckt. Und da waren sehr viele Birds drauf. So sieht's aus. Aber also die sind auf der einen Seite sehr stressig. Aber auf der anderen Seite kann man sie halt auch relativ easy killen. So, hier theoretisch müsste ich wahrscheinlich mit dem Wandsprung hin. Aber weil wir den roten Schalterpalast haben, wird uns dieses Starcoin geschenkt. Also das Game achtet schon sehr darauf, dass der Spieler seine Starcoins hat. Nicht seine Starcoins. Also seine Starcoins auch. Oh, hallo, hallo. Ich meinte seine Schalterpaläste.
Also das Spiel gibt einem schon mehr als genügend Hinweise, so, hey, na, wie wär's, wenn du dir einen Schalterpalast besorgst? Und was? Hier ist nur Geld. Oh, ehrenlos, Freunde. Sauerei. Absolute Sauerei. Schau, ich war voll stolz, dass ich die Röhre gefunden hatte, aber nee. Und da oben ist das Starcoin. Aber warum ist... Verdammt, ich hätte die Nacht erst einsammeln müssen, dann den Checkpoint aktivieren. Warum ist sie so geschenkt? Also, es ist halt legit nicht schwer, da hinzukommen. Hm. Alles klar. Soll mir recht sein. So, weitere Birds. Habe ich irgendwas davon, die zu killen? Oder sollte ich die einfach gekonnt ignorieren? Oh, nee, jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich nicht auf den Buhu geachtet. Also, sie stressen schon. So ist nicht. Ich glaube aber dennoch, dass sie mich jetzt hoffentlich nicht an den Rand der Verzweiflung treiben. Sehr gut. Warum habe ich das Gefühl, dass hier ein P-Switch ist? Ich weiß es nicht. Aber es wirkt irgendwie so. Allein schon wegen der Röhre und weil diese Münzen da so aufgereiht waren. Ist hier ein P-Switch? Nein. Aber der Raum wirkt... Sass. So, hätte ich jetzt mit der Plattform da nach unten düsen sollen? Hätte ich wahrscheinlich, ne? Gibt's hier ein Secret Exit? Wenn es hier ein Secret Exit gibt, weiß ich, wo er ist. Safe, oder? Safe. Weil die Münzen haben da noch weiter in den Abgrund geführt. Und da war eigentlich nichts mehr. Rein optisch. Oh boy. Freunde, ich glaube, ich habe den Secret Exit gefunden. Insofern hier einer existiert. Und jetzt hat er mich echt noch vorm Ziel gesniped, die Sau. Da würde ich jetzt ja fast meinen Becher Traubensaft darauf wetten, dass dieses Level lila ist auf der Oberwelt. Mhm. Mhm. Oh, und da ist schon die Burg. Let's go. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir sind hier noch nicht fertig. So. Und ich glaube, hier müssen wir jetzt einfach nur stehen bleiben. So sieht's aus. So sieht's aus. Mario verschwindet jetzt instant hinter meiner Cam. Deswegen habt ihr die Röhre jetzt nicht gesehen. Aber, Freunde, ich denke, ihr habt's logisch erschlossen, dass dort eine Röhre war. Sehr geil. Echt cool gemacht. Vor allem, weil es erst so aussieht, so, okay, irgendwie verschwindet die Plattform im Nichts. Aber warum sind da Münzen? Aber man hat ja dann irgendwie auch keine Zeit nachzudenken. Und dann so, ja, okay, ich gehe weiter. Und in der Hektik kann man das, glaube ich, sehr schnell mal vergessen. Aber, Freunde, wir behalten die Ruhe. Und jetzt geht's für uns in das Unterwasserlevel. Drenched Gloom Lake? Hieß das Gloom Lake? Ich hoffe. So. Und dann wollen wir hier doch mal ein bisschen Gas geben. Ich hätte eigentlich tatsächlich gerne Eisblume oder einen Pinguin. Oh ja, ein Pinguin ist doch viel besser. Weil der ist quasi eine Eisblume und bessere Schwimmmechanik in einem. Oh Gott, jetzt hätte ich ihn fast verloren. Kann ich die? Ja, ich kann die Quallen einfrieren. Spannend. Das wusste ich jetzt tatsächlich nicht, ob das möglich ist. Aber das macht es tatsächlich ziemlich cool. So, auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch gar nicht so schlau, sie zu killen. Weil sie einem Licht machen. To be honest. So. No! Und das war's mit meinem Pinguin. Aber ich sollte jetzt probieren. Möglichst lange. Oh, was ist hier denn? Hallo? Möglichst lange groß zu bleiben. Dass er, was? Da steht der Checkpoint? What? Damit wir beim nächsten Item dann direkt wieder den Pinguin rausbekommen. So, und jetzt gucken wir mal. Hier ist auf jeden Fall noch nichts. Aber das hier könnte ein Item sein. So sieht's aus. Jawollo. Und da oben ist auch was. Es könnten auch nur Münzen sein. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es nur Münzen sind. Jetzt warte ich aber trotzdem, bis der Kollege sich hier wieder etwas hinabsenkt. Damit wir einen besseren Blick hier oben hinbekommen. Nein, es ist nicht nur ein Münz-Secret. Wunderschön. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. In Wasserleveln, merkt ihr es, kommentiere ich immer ein bisschen ruhiger. Weil ich hier immer sehr vorsichtig bin und irgendwie nichts falsch machen will. Und da oben sehe ich auch schon Starcoin Nummer 3. Okay. Also irgendwie jedes Starcoin hat einfach damit zu tun, dass man hier diesen Stachelkugeln entkommen muss. Ist aber eigentlich tatsächlich ganz gut machbar. Gerade mit dem Pinguin hat man diese sehr präzise, sehr schnelle Steuerung, die
gutes Gameplay sehr fördert. Und wir können uns auch gegen die Knochenfische wehren. Hier ist ein Pfeil nach oben. Und ich denke, wir hatten gerade ein Secret Exit Level, vermute ich jetzt mal nicht, dass wir jetzt hier gleich nochmal ein großes, nochmal direkt auf ein Secret Exit Level um die Ohren geprügelt bekommen. Weil wenn es so ist, habe ich keine Ahnung. Ja, aber das war jetzt irgendwie, I don't know. Das Level war ein bisschen weird. Also es war halt einfach legit nur diese Lichtstachel-Mechanik, das ganze Level über und naja. Oh nee! Okay. Musik aus. Nein, ich habe immer Angst, mich zu blamieren. Ich habe immer Angst, mich zu blamieren. Ich weiß nicht, warum. Ich habe das. Ich denke mir so, oh nein. Das ist einfach so, den Let's Player vorführen, dass er einfach kein Brain ist. Okay, volle Konzentration. Was gibt's als Item? Wow. 7, 7, 7. Viermal die 7. Hört mal. Dim, 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 dim. Dim, dim. Scheiße. Das war erst der hintere. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. What? Bim, 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 bim. Bum. Bim, bim. Warte mal. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Holy shit, Alter! Das war krass. Okay, ist das gleiche nochmal. Pass auf. Dim, 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 dim. Dum. Dim, dim. Dum. Ja, das Muster ist gleich. Und jetzt nochmal wahrscheinlich das hier, ne? Bim, bum, bim, bim, bim. Oh! Bim, 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 bim. Bum. Bim. Nein, ist ja nochmal der hellblau gewesen. Boah, das ist aber. Boah, das waren, glaube ich, 10 oder 12 Eingaben. Also Blöcke, die man aktivieren muss. Das ist nicht easy. Aber hey, ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich diese 2 hinbekommen habe. Da bin ich ganz froh. Und da ist die nächste Geheimwelt, Freunde. Da ist die nächste geheime Welt. Das scheint eine Bob-Omb-Insel zu sein, ne? Eine explosive Kriegsinsel. Aber bevor wir dorthin gehen, geht es für uns nochmal in den Untergrund. Ich bin auch gespannt, ob wir jetzt hier wieder... Warte mal, will ich die Feuerblume? Nee, to be honest nicht. Ich bin gespannt, ob wir jetzt auch hier... Oh, okay, aber die nehme ich mit, weil damit kann ich Geister killen. Ob wir jetzt wieder so einen Übergang am Ende haben. Also, dass quasi am Ende des Levels wir dann irgendwie so auf grünen Wiesen rauskommen, wie wir es jetzt auf der Oberwelt gesehen haben. Oh, und den muss ich hier rüberlocken. Na, sieh mal einer an. Okay, aber hier wäre auch noch einer. Boah, boy. Alter, ein bisschen schwer. Bitte prügeln. Warte mal. Wir hielten mal den. Genau, und jetzt hier aufmachen. Oh, boy, das ist aber auch schwer. Beide Items verloren. Okay, und den muss ich jetzt auch irgendwie hieten. So, aber der darf nicht zu weit. Genau, der muss einfach hier runter. Jetzt haben wir es eigentlich schon. So, tschüss. Wunderschön. Ich bin nicht groß, das heißt, ich komme hier auch nicht durch. Wahrscheinlich, vermute ich, kann man auch hier nicht mit einer Stampfattacke durch. Weil das wäre ansonsten zu einfach und die wollen ja hier die Challenge. Okay. Boah, ich mag Boxer nicht. Buhus sind auch nicht meine Favorite-Gegner. Das ist jetzt kein Level, wo ich mich zwingend wohlfühle. Und darunter, also die Red Coin bräuchte ich. Ah, die Red Coins bräuchte ich dringend. Okay. Ich muss die einen nach dem anderen wegbekommen, ja? Ganz wichtiger Kill. Nein, nein. Nein, auch nicht gut. Oh, Chaos, Chaos, Chaos. Okay. Es hat funktioniert. Wir müssen jetzt einfach nur schnell nach oben. Es sind keine Gegner mehr da. Das könnte der Weg zurück zu unseren Items sein. Oh yeah. Uiuiuiuiui. So, die könnte ich alle killen mit dem Fass, aber das ist mir jetzt erstmal egal. So, da oben könnte auch eine Starcoin sein. Ja, ist sie auch. Ist sie auch. So, dann locken wir uns den Kollegen hier mal runter. Mhm. Da bist du doch gar nicht schlecht. Weil da ist jetzt sogar noch die Plattform frei. Genau. Leider habe ich jetzt schon wieder zuvor den Checkpoint aktiviert. Wodurch ich jetzt die Starcoin nicht abgespeichert habe, sollte ich abnippeln. Und da jetzt hier, sage ich mal, diese Boxer ziemlich fies sind und hier auch Giftwasser ist, ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall gegeben, dass man hier abnippeln kann.
Ich bin noch sehr skeptisch, was das Level angeht, aber ich werde natürlich weiterhin mein Bestes geben. Oh, die sind One-Hit. Die sind One-Hit mit einer Feuerblume. Das ist tatsächlich spannend. Das wusste ich nicht. Oh Gott. Oh boy, wie habe ich denn da einen Wandsprung gemacht? Oh, Sascha. Okay. Warte mal. Ich muss doch safe da hoch, oder? Muss ich da hoch? Muss ich dich aktivieren? Okay, nur für Cash. Ich suche aber immer noch Starcoin 3, verdammt. Ich habe Angst, dass ich da irgendeinen Boxer transportieren muss. Nein, ich muss gar nichts transportieren. Ich muss einfach nur ein Fass werfen. So einfach kann es gehen. So, komme ich jetzt bei grünem Gras raus? Nein! Kein Weltenübergang. Optisch. Ich glaub's ja nicht. Skandalös. Aber bei Geheimwelten sind die ja wahrscheinlich ein bisschen lockerer. Wobei, man hat ja den Secret Exit schon ein Level davor gefunden. Das heißt, theoretisch hätte man jetzt hier gar nichts gespoilert. Man sieht ja auch, wo man hinläuft. Nein, nicht so schlimm. Da kommt ja auch dann noch so eine Brücke und so. Das lassen wir mal in Ordnung. In Ordnung gehen. So, als was zählst du? Ja, Welt E. Bombard Cliffs heißt's. Aber da gehen wir noch nicht hin, Freunde. Wir machen jetzt noch das Delusion Castle. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wie ich hier desillusioniert werde. Warum habe ich denn das Gefühl, ich könnte direkt da hoch? Warum habe ich jetzt schon das Gefühl, ich will meinen, warte mal. Ich will meinen Propellerpilz haben. Aber naja, alles gut. Ich muss auch, oh Gott, ist der schnell! Der bewegt sich übel fast! Was bist du denn für einer? Okay, Freunde, ich probiere da runter zu gehen. Ich wurde nicht bestraft und ich kann eine Röhre erscheinen lassen. Okay, ich habe jetzt einfach voll beliebt, dass das was wird mit dem Schalter. Ich hatte keine Ahnung, was hier abgeht. So, okay. Random Blöcke. Aber was genau bringt mir das? Hier ist nichts. Hier ist keine Star Queen, hier ist gar nichts. Wow, hier ist ein One-Up. Ich bin massiv begeistert. Kann ich hier irgendwas Sinnvolles tun? Okay, ich bin massiv enttäuscht von dem Raum. Das ist einfach ein reiner One-Up-Raum. Und dafür so ein Aufwand? Für ein One-Up? Come on. Das ist asozial. Freunde, es ist asozial. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist asozial. So. Beeilung. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Yes. So, kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Und wieder ist das nur ein One-Up. Come on. Ich finde hier so viele krasse Secrets. Ich werde immer nur mit einem One-Up gefrühstückt. Ist doch Trash. Warum? Okay. Ah, geht das immer? Ah, das geht immer auf Zeit. Zack. 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 Und yes. Sehr schön. Okay, jetzt geht's aber hier über den Abgrund. Zack. Mist, ich wurde getroffen. Mhm. Okay. So. Gar nicht schlecht. Da geht's nach unten. Warum habe ich nur das Gefühl... Ja, warum habe ich nur das Gefühl, ich will hier runter? Und dann komme ich wahrscheinlich direkt oben in der grünen Röhre raus. Die habe ich auch gesehen. Und hier werde ich nicht mit einem One-Up abgefrühstückt. Danke, Spiel. Ich mag aber das Level. Ich finde das sehr schick. Ich mag die Secrets. Ich mag die, keine Ahnung, den Vibe einfach. Total schwer zu beschreiben, aber ich feiere. Hä, war die vorhin nicht noch grün, die Röhre da oben? Ich schwöre, die war vorhin. No way! Okay, wenn es hier einen Secret Exit gibt, weiß ich genau, wo er ist. Und wenn ich Starcoin 3 verpasst habe, weiß ich auch genau, wo sie ist, Freunde. Hä? Das muss ja ein Secret Exit sein, oder? Oh nein, ich bin tot. Okay, ich war gerade komplett perfekt. Das muss ein Secret Exit sein, aber gab es schon jemals einen Secret Exit? In dem Schloss? Wahrscheinlich ist es auch wieder nur ein One-Up. One-Up-Secret, ne? Weil, wie gesagt, Starcoin 3 ist es und irgendwie auf der Welt würde auch ein Secret Exit hier gar nicht reinpassen, so. Rein vom Platz her, also wo soll der Weg denn hinführen? Okay, hier muss ich nochmal genau aufpassen. Oh, wow, das hat tatsächlich recht gut funktioniert. Oh, boy, die fallen runter, aber stresst mich nicht weiter. Okay, hier muss ich jetzt aufpassen. Zack. Zack, genau, es folgt zum Glück immer einem guten Takt. Zack. 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 Yes. So, einfach Gas geben, genau. Okay, die Blöcke haben gar keinen Bock auf mich. Aber wartet mal. Genau, ich lasse die kurz da oben kollidieren, weil dann kann ich einfach die hier mitnehmen.
So sieht's aus. So, und jetzt, Freunde, schauen wir nochmal nach, ob hier irgendwas ist. Wobei, ein Item brauche ich nicht, nee. Okay, kämpfen wir gegen den Geist. Und ich glaube, egal, ob jetzt es ein Secret Exit gibt in diesem Level oder nicht, ich werde die Ranke ausprobieren. Ich will wissen, was da ist. So, wie bist du jetzt schwerer geworden? Normalerweise ist ja die zweite Person immer eine schwerere. Vielleicht bewegt er sich einfach schneller, kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber ich sag mal, das Kampfprinzip ist einigermaßen gleich geblieben. Aber wir haben jetzt Stacheln dazu bekommen. Verstanden. So, ich nehme jetzt tatsächlich nochmal hier den mit. Genau, weil dann kann ich nämlich safe hier rüber. Oh, macht das Spaß, Freunde. Zack, verzieh dich. Wir machen jetzt hier gleich den Lichtschalter an, und zwar genau den. Let's go. Flutlichtanlage an. Licht in die Fresse, Mäus. Und es gibt, wow. Es gibt hier keinen Secret Exit. Ich werde jetzt trotzdem für euch überprüfen, was da ist. Es wird wahrscheinlich nur ein One-Up sein. Aber wie, also warum? Warum versteckt man ein One-Up so krass? Okay, was geht hier ab? Jetzt ist sie nicht da. Doch, sie ist da. Was geht hier ab? Was ist das? Okay, ich kann hier oben lang. What the hell? Was ist das hier? Okay, das ist auf jeden Fall ein krasses Secret. Ja, es ist ein One-Up-Secret, aber es sind viele One-Ups. Ich glaube, damit wollen die Entwickler so zeigen, okay, wir appreciaten, dass du das gefunden hast, weil das krass ist. So, normalerweise kriegst du nicht 5 One-Ups. Okay, es ist einfach so ein krasses Secret, wo die Entwickler so zeigen wollten, hey, große Props, dass du es gefunden hast. Nimm hier diese 5 One-Ups. Das ist deine Belohnung. Krass. Heftig. Ja, aber, dann würde ich an der Stelle sagen, war's das für heute, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal machen wir dann noch hier oben das Geisterschiff. Es ist ja wortwörtlich ein Geisterschiff. Und dann geht es in Welt E, die geheime Bombenwelt. Es wird großartig. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Mit einer dicken Kanalmitgliedschaft supporten Sören Komora, JT90PRL, Hükris Ski und Imposern dieses Projekt. Ich danke euch.